Ja, und damit herzlich willkommen zu der dritten Episode. Leider sind mal wieder ein paar Bebugs, nämlich fast alle bis auf 7 nach der letzten Dürre, die sich hier angekündigt hat. Jetzt ist mal halt das Wasser ausgegangen. Ah, das ist halt ein echter Knackpunkt gewesen. Ich meine, jetzt ist hier der Tank fertig und er wird auch befüllt, aber leider zu spät. Also wenn der jetzt dann voll ist, bin ich da mal ein bisschen beruhigt. Dann haben wir hier Wasser, aber wir müssen jetzt trotzdem vorlaufen lassen. Und das nächste, was ich machen würde, ist bei der Nahrung hier so eine Mühle machen und eine Bäckerei. Die braucht aber auch Strom. Ich würde das gerne hier unten machen. Das heißt, Gebäude löschen. Und das hier möchte ich alles löschen. Und dann schauen wir mal. Getreidemühle. Ja. Die ist auch gar nicht mal so groß. Ich glaube, ich will das ungefähr so. Und dann noch die Bäckerei. 160 Punkte. Yes. 0,24. Da brauchen wir fast 2 Mühlen für eine Bäckerei, wenn ich das so von der Zeit her sehe. Und die Bäckerei braucht nix. Okay, machen wir das so. Pfade und Strukturen, wenn wir das hier so verbinden. Und dann machen wir hier noch so ein Wasserrad. Energierad, Wasserrad. Soll man das gerade... Machen wir das hier so. Eins, zwei, drei Winkel. So, und dann braucht man hier so ein T-Stück. Und hier lassen wir das auch offen. Verbinden das so. Ich hoffe, das klappt. Oh, jetzt sind schon 10 Biber. Was braucht sie ihr? Ja, natürlich Getriebe. 20 Mal. Haben wir hier Arbeiter drin? Ja, Tatsache. Okay, gut. Dann würde ich sagen, mache ich mal einen kleinen Schnitt, bis das hier fertig gebaut ist. Das könnte ein bisschen dauern, nachdem wir ja zu wenig Biber haben. Also, bis gleich. Oder die letzte Dürre ist vorbei und dann haben wir unsere 2 Mühlen hier. Und die produzieren eigentlich ganz gut. Und wir kriegen jetzt auch langsam Brot. Und wir haben ja einen recht guten Vorrat hier an Weizen und der nächste kommt auch schon. Das passt. Wasser geht jetzt auch wieder nach oben. Und ich glaube, wir brauchen da noch einen zweiten Wasserturm. Denn die Türen, so wie ich das jetzt sehe, werden immer länger. Also die letzte war 4,7 Tage. Und die nächste wird dann vermutlich 5 oder 6 Tage werden. Also wenn wir hier mal grundlegend ein bisschen umbauen dann. Bevor wir aber das machen, möchte ich erstmal hier ein bisschen Spaßzeugs bauen. Zum Beispiel hier so ein Schrein. Was braucht der? 20 Holz. Das ist so klein. Dann könnte man eigentlich da oben platzieren. Das machen wir mal so. Und ein Tempel. Holy shit, der ist riesig. Möchte ich das da so haben? Ich glaube... ich bin noch ganz sicher, wo ich den platziere. Ja, machen wir den mal hier. Und dann machen wir hier die Straße so runter. Und warte mal, da hat es doch bei Deko noch. Wo war das? Deko, Deko, Deko. Dekorationen. Strauch, Vogelscheuche. Biberstatue. 500. Ich glaube, wir machen das mit dem Dach hier mal. Ah, wir brauchen das kleinere doch. Einmal zwei. Eins, zwei, drei. Okay. Und dann machen wir hier noch einen Strauch hin.
Und auch hier, damit das Ganze ein bisschen schöner ist. Alles klar, das wäre mal das. Also, Wasser braucht man noch und Turm. Soll man das gerade jetzt machen? Riskant. Ja, machen wir es mal. Gebäude und Ressourcen, Gebäude löschen. Reicht das schon vom Platz? Oh ja, es tut's. Wie ist es mit dem Eingang? Ja, ist ein bisschen squeezy da. Aber das passt. Okay, und dir geben wir die allerhöchste Priorität. Weil Wasser. Und dann haben wir 600 Wasserspeicher mindestens. Cool. Dann Metall haben wir jetzt noch gar nichts gebaut. Beschäftigt Mitarbeiter, die unterirdischen Ruinen Altmetall fördern. Das können wir nicht. Monumente. Ja, so weit sind wir noch gar nicht. Dreifachschleuse. Ich frage mich, ich glaube, das werde ich mal nachschauen, wie das mit dem Dammbau so funktioniert, dass wir hier vielleicht wie so einen Wasserspeicher haben. Aber ich könnte mir noch vorstellen, dass wir dann hier teilweise die Sachen fluten. Und das da, können wir dich entfernen? Vielleicht wird es dann da hinten ein bisschen grüner. Ah, vielleicht funktioniert auch so dann die Bewirtschaftung. Dass man hier Sachen grüner macht, indem man das Wasser dann ein bisschen reinbringt. Das müssen wir unbedingt ausprobieren. Abgesehen davon, Wohnen, Arbeit, Verteilung der Güter auf andere Distrikte. Bauarbeiter, gut. Beschäftigt zusätzliche Bauarbeiter, vergrößert die Reichweite, indem du Pfade anlegst. Na, das machen wir hier noch nicht. Speicher bin ich eigentlich auch noch happy. Der ist nicht ausgelastet. Okay. Machen wir das hier mit den Dächern noch. Dekoration. Hier ist so ein 4x4. Und hier. Ah, da bräuchte ich jetzt noch das Einfache. Für 60. Und dann tun wir das hier einmal drehen. Und dann brauchen wir hier noch das Einfachdach. Okay, gut. Ich lasse das mal ganz kurz bauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Was denke ich mir, für euch nicht so spannend dazu zu gucken. Während wir da warten. Sind ja doch immer einige Minuten, wo jetzt eigentlich gar nichts passiert. Und ich hoffe, das war kein Fehler hier mit dem Wasser. Ah, sollte ich gestehen gehen. Getriebe haben wir dann alle da. Planken werden produziert. Ja, ich denke, das passt. Cool. Also, dann sind wir dann erstmal safe und dann könnten wir uns das mit dem District mal anschauen. Weil ich würde dann gerne hier mal das Metall abbauen. Keine Aufgaben in Reichweite. Ja, euch könnte man eigentlich mal wieder abreißen. Brauchen wir nicht mehr hier. So, da. Yes. Yes. Aber das Ding ist, wenn wir hier hinten ein District machen. Dann haben wir hier kein Wasser. Außer wir bringen das Wasser da irgendwie hin. Also wie ist denn das da? Landschaftsgestaltung. Teich, Schleuse, Doppelschleuse, Dreifachschleuse. Sprengstofffabrik. Hier wird aus Papier Sprengstoff hergestellt. Dynamit zerstört darunter liegende Geländeburg und lässt benachrichtigte Dynamitlandungen hochgehen. Okay. Und was braucht man zum Papier machen? Papierfabrik. 250 aus Holz wird dann Papier. Okay, ich muss mal ein bisschen im Internet recherchieren. Also, ich komme dann gleich wieder, wenn es hier fertig ist. Bis gleich. So, kleine Planänderung. Das mit der Forschung dauert doch ein bisschen lang. Wir werden da doch mal ein paar mehr Biber brauchen. Und ich hätte Bock da auf diese Doppelhüte. Da passen 6 rein. Achso, doppelt hoch in der Höhe. Oh, das ist ein ganz neues Baukonzept so.
Wo baue ich denn dich hin? Mache ich denn das? Ich glaube, ich drehe dich mal um. Hier zwei. Und dann brauchen wir hier noch eine, irgendwie eine gute Plattform. Also jetzt Gott. Oh, das ist sein Wunder hier. Okay, das passt. Das geht so. Das sieht nicht schlecht aus. Und drüber könnte man auch noch was bauen. Da könnte man eigentlich gerade... Wo war das bei der Deko, ne? Dach. Ja, Großfamilienhaus hier. Dann haben wir dann 12 mehr. Das sollte auch noch klappen vom Wasser und von der Nahrung her. Andererseits... Wasser, glaube ich, könnte man schon noch mal pimpen. Aber das Ding braucht ja Strom, ne? Er braucht keinen Strom. Dass man... Wo macht denn das Sinn? Ich glaube, wir reißen das hier mal grundlegend ab. Oh, das sind die Bäume da. Haben wir eh genügend. Und... Ne, bewässern will ich nicht. Großer Wassertank. Ah, okay, die müssen... Oh, ich kann das sogar auf dem Wasser machen. Spannend. Spannend, spannend. Beziehungsweise man kann ja hier sowieso Plattform bauen, so wie ich es da hinten gemacht habe, und da Sachen drauf bauen. Ah, so viele Möglichkeiten. Irgendwie so ein Kanal da rein und da das Wasser produzieren. Das wäre ideal. Andererseits, na... das hier so entlang machen. Aber dazu brauche ich erstmal Dynamit und für Dynamit brauche ich erstmal Eisen. Und erstmal Leute und Forschung. So, jetzt haben wir 197. Ich will immer noch mein Bienending hier machen. 400. Und dann mal schauen, was das die Reichweite dann hat. Dass wir dann eventuell zwei hier reinbauen. Und dann haben wir hier nochmal einen Push von der Nahrung her. Ihr habt kein Weizen mehr. Ja, dann macht es vielleicht Sinn, dass wir hier mit dem Weizen noch weiter ausbauen. Das ist immer noch nicht abgerissen hier. Bitte einmal alles weg. Und dann fahren wir hier runter mit dem Weizen noch. Erstmal. Weil, Moment, 982 Brot. Ja, das fährt schon ein. Was für ein Impact hat denn da eigentlich die Karotte? Kann ich... Quatsch, nein. Ich will... Wo ist ein einzelner Biber? So, schauen wir mal. Karotten... Okay, braucht doch von allen etwas. Kristallen, Rohrkuchen, Cracker... Ja, zweites Lagerfeuer. Das können wir auch nochmal machen, nachdem hier der Need da ist. Dü-dü-dü-dü-dü, Freizeit. Schrein, dachte, das ist Lagerfeuer. Das ist schon ziemlich dicht hier drin, ne? Okay, das wäre dann das. Biber. Das will ich mal kurz anklicken. Ach, Biberstatue. Spaßkarussell. Ehrfurcht. Monumente arbeite. Monumente. Ah, die kosten. Okay, die kosten richtig viel. Ja, das wird erstmal nix. Zaun. Windfahne. Biberstatue 500, Bank 80. Wisst was, so eine Bank werden wir jetzt auch mal bauen. Wo kann ich das platzieren? Ah. Okay. Machen wir hier und hier eine Bank rein. Und hier noch eine. Und dann bauen wir hier nur so einen Strauch. Machen wir wie so eine Ruhezone da. Okay.
Ja, bin mal gespannt, ob sie da wirklich hinsetzen, aber ich gehe mal schon davon aus. So, da. Was hast du für ein Problem? Halt, geh weg. Was hast du für ein Problem? Diese Basche ist zu weit von den Bauarbeiten entfernt. Lege mir. Ja, gut. Das ist vermutlich, weil jetzt hier der Pfad noch nicht da ist. Okay, da warten wir jetzt mal. Und dann geht's mal davon aus, dass wir jetzt bald. Das Schnarren. Bald neue Babys kriegen, nachdem wir jetzt da freie Betten haben. Und dann bauen wir noch ein paar Forscher. Ich würde fast sagen. Es ist ein bisschen schade, dass ich das hier nicht zumachen kann. Außer mit den Plattformen. Alles zudeckeln mit den Plattformen und dann hier nochmal eine Reihe runter mit den Forschern oder so. Nur mal gucken, ob das theoretisch geht. Hier beim Pfad, Strukturen, Plattform. Oh, das geht. Wissenschaft. Nice. Okay, cool. Passt. Machen wir so. Und dann können wir, damit das hier noch gut aussieht, hier mit dem Pfad so runterfahren. Und das da reißen wir dafür ab. Yes. Und dann können wir hier wieder Deko hinklatschen. Ich würde mal sagen, so ein Strauch. Und zwei Bänke. Okay, cool. Gefällt mir. Schaut's unten aus, immer noch nicht fertig. Coole Sache. Und dann hier den Tank noch. Wir sollten vielleicht da überlegen, ob wir da noch einen zweiten von dem Sägewerk hinstellen. Das ist nicht gerade die schnellste Produktion da. Und der hat Hunger. Wir haben 1212 Lebensmittel. Okay, cool. Ja, ich lasse mal wieder nach vorne laufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Okay, da bin ich jetzt wieder da und wir hatten jetzt eine Dürre von 7 Tagen. Und wie ihr seht, ich habe nur noch 3 Wasser. Dürre ist jetzt vorbei, das heißt, das Wasser kommt jetzt wieder. Aber ui, das war knapp. Ich habe jetzt hier schon mal einen Wasserturm hingestellt und ich glaube, wir werden gerade den zweiten hier daneben hinstellen. Und den Turm hier werden wir gerade mal abreißen. Sonst können wir hier keinen Pfad machen. Yes. Hat eh nichts mehr drin. So. Dann hätten wir hier nochmal 600 als Vorrat. Ja, jetzt haben wir gar kein Wasser mehr. Dann, wegen der Nahrung. Hier, Bienenstock 400. Das machen wir. Oh. Interessant. Ja, da war jetzt natürlich die Felder nicht ideal platziert für das. Ja, das war jetzt nicht so gut. Okay, machen wir das erstmal so. Und mal schauen, was das an Boost bringt. Ah, wir brauchen auch noch Papier. 20 Stück. Das Lager ist auch fast voll. Großes Lagerhaus. Gerade ein zweites. Heute ist gerade angrenzend. Ja. Dann haben wir hier nochmal 1000 Kapazität. Und jetzt könnte man noch was investieren rein von der Forschung. Bei Bewässerungsturm, da sehe ich einfach momentan die Nieden. Wasserableiter braucht man auch nicht. Mehr Häuser. Verstärkt Planken durch Behandlung mit Harz. Als Einfachdach, genau. Das wollte ich ja eh auch noch bauen. Und zwar einmal hier. Okay, ne. Dann einmal hier, einmal hier, einmal hier. Und einfach hier.
Schaut, dass es jetzt in einer Dreierlänge hat. Das wäre noch schön gewesen. Biberstart im Krassen 2. Alles klar. Ja, ich hoffe, es verreckt mal jetzt keiner heute. Aber ich denke, das sollte schon passen. Hier kommt das Wasser auch schon daher. Und dann ist jetzt erstmal Eisen angesagt. Wie ich schon mehrmals gesagt habe. Mit Altmetall 250. Das können wir machen. Schmetzerei 300. Und das haben wir Altmetall aus Ruinen. Machen wir das dreimal hier. Dann brauchen wir hier noch ein kleines Lagerhaus. Und wie war jetzt das mit dem Transport? Trennt Distrikt, die Gründe, ein neues Distrikt. Ja, ich will jetzt eigentlich noch nicht so einen eigenen Distrikt hier machen. Okay, mit der Straße mal hier ganz nach vorne. Also später hätte ich hier schon einen eigenen Distrikt, aber das mit dem Wasser müssen wir irgendwie umleiten. Mit Dynamit. Okay, dann hätten wir das. Also wir haben dann den Sammler, dann brauche ich nochmal 300 für die Schmelzerei. Nochmal hier Metall. Okay, cool. Ja, dann lassen wir das jetzt mal hier fertig bauen und schauen, ob das erstmal so funktioniert. Also, wir sehen uns beim nächsten Cut. Okay, wir haben so ein kleines Problem, denn die Sachen werden hier nicht gebaut. Da steht, diese Baustelle ist so weit von Bauarbeitern entfernt. Lege mehr Pfade oder einen neuen Distrikt an. Ja, Distrikt ist für mich keine Option, weil ich habe hier kein Wasser. Schlecht. Aber ich habe hier gesehen, hier bei der Arbeit gibt es eine Bauarbeiterunterkunft. Beschäftigst du dich mit Bauarbeiter, vergrößere die Reichweite, indem du Pfade anlegst. Ich versuch's mit dem. Ihr seht, ihr habt da so einen Range, der genau da bis dahin geht. Mal schauen, ob das funktioniert mit dem. Dass wir dann hier irgendwie da zu den Ruinen kommen, dass wir hier Metall kriegen. Ich hoffe, das läuft. Tun wir hier mal fast vorwarten. Dann läuft da irgendwie keiner hin. Machen wir mehr höchste Priorität hier. Ah, okay, jetzt läuft schon der erste hin. Alles klar. Generell müssen wir mal schauen wegen dem Holz. Es wächst halt alles so langsam hier. Wenn wir da unten vielleicht noch was hinmachen. 9 Tage, 12. 7 Tage, 12 bis. Machen wir hier nochmal ein paar Bäumchen hin. Dann kriegen wir hier wieder ein bisschen Holz. Und ihr habt eigentlich ganz gut Planken. So, schauen wir hier aus. 8, 4. Ja, das Spiel ist nicht ganz einfach. Vor allem vorausschauend hier ein bisschen planen. 9, die untätig sind. Wir könnten. Wobei, na, hier kann ich ja gar nicht förstern. Wir könnten theoretisch sagen, wir pfeifen da auf die Bären und machen hier. Ja, wisst ihr was? Wir tun das jetzt da mal alles demolieren. Hup. Einmal die Gebäude hier. Yes. Und dann hätte ich hier gerne einen Förster. Der kann ruhig da sein. Und Holzfällerhütte. Na. 1, 2. Erst bei 2. Und wenn das fertig ist, kann ich ihm da schon sagen, er soll hier Birke hinpflanzen.
Ja, das geht. Weil dann machen wir hier die Birke über das Ganze hier. Erstmal, was halt gerade geht. Und Försterbereich. Ach ne, der hat ja gar keinen Bereich. Also er hat schon einen Bereich, aber den kann er nicht definieren. Okay. Dann haben wir das mal das. Dann haben wir zweimal Holz, dann passt es. Und dann könnten wir eigentlich... Ja, vielleicht hier noch ein bisschen so kleine Bretterproduktion machen. Und hier ein bisschen mehr Weizen. Wenn ihr mal... Wir gehen jetzt mal hier Prio drauf. Ich möchte diese Bäume hier endlich weg haben. Für mehr Weizen. Tiefer heranwachsend. Nein, wie wär's mit Abreißen? So, ihr habt, ja, null Weizenmehl. Ah, null Weizen. Schlecht. Und das auch kann, ja, haben wir kein Brot mehr drin. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Ja, wenn ich mir das hier so anschaue, Planken, Planken, Zero, Zero, Zero. Das geht vermutlich alles in die Getriebe. Wir könnten mal die zwei pausieren. Mal so viel Getriebe brauchen wir gar nicht. Erstmal nicht. Gibt es eigentlich einen totalen Lagerbestand? Oh, Papier. 54 Papier schon. 145 Getriebe. Okay, wir werden das jetzt auch mal passieren hier. Nice. Was? Keine Aufgabe mehr in Reichweite. Achso, ja klar. Weil natürlich hier das noch gar nicht gemacht worden ist. Da vorne. Beschäftigst du die Bauern, vergrößert den Reichweite, indem du Pfade anlegst. Das ist nach wie vor zu weit weg. Was ist, wenn ich dich da unten platziere? Geht's dann? Yes, es geht! Okay, dann würde ich gerne sagen, Gebäude löschen. Die da. Danke. Yes. Dieses Gebäude ist nicht durch Pfade mit einem Distinkt. Oh, das stimmt doch gar nicht. Was soll's? Probieren wir das mal mit dem Distrikt, aber ich glaube, das ist ein Fehler, wenn wir das hier machen. Distrikte müssen durch ein Tor getrennt sein. Also dem Tor da. Ja, dann mache ich das Tor. Moment mal, den Pfad, wenn wir hier nochmal kurz löschen. Wollen wir kurz auf normale Geschwindigkeit. Na? Yes. Okay. Distrikt-Tor. Und wer das platziert? Distriktzentrum. Will ich das da unten haben? Ich mache das mal so. Ja, ist okay. Es ist genau so, wie ich mir jetzt gedacht habe. Jetzt haben wir hier natürlich null Ressourcen hier oben. Kann ich das nicht irgendwie handeln? Ich meinte, ich hätte sowas gesehen. Prioritätenspeicher. Wo war denn das? Verteilt Güter auf andere Distrikte. 250, ja, machen wir mal. Aber das muss ich ja dann logischerweise zuerst mal mein Distrikt hier unten erbauen. Wo ich ganz viel Platz habe. Ja, wobei, ja, ich kann es eigentlich hier hin platzieren. Das geht, warum nicht? Oder hier oben. Machen wir es mal hier oben hin. Haben wir eh auch noch nichts. Weg hier hin.
Planken und Holzscheite. Ja, das sollte man eigentlich alles haben. Okay, ja, dann können wir auch das hier wieder abreißen. Ist dann für nüt. Abreißen. Hier. Wobei so. Ich lasse es mal. Vielleicht brauchen wir es noch. Und ich hoffe, ich kann dann irgendwie Wasser dahin transportieren, weil sonst noch mehr Stress. Oh, Stichwort Wasser. Könnt ihr hier mal bitte Prio auf den Turm geben? Das wäre super. Gut, also, gib noch mal kurz einen Cut, wenn das hier fertig ist. Und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie beliefern können, oder? Und ich gehe mal davon aus, dass wir das Teil auch da platzieren müssen. Aber ich frage mich, wie wir das tun sollen, ohne Rohstoffe. Ja, Trial and Error. Also, bis gleich. So, es wird ein bisschen Zeit vergangen und ja, das Verteilerzentrum ist fertig und ich habe herausgefunden, dass wir hier so eine Abgabestelle brauchen. Das habe ich schon mal erforscht, das waren 250 Punkte und das werden wir jetzt mal hier bei dem Distrikt erstmal platzieren. So irgendwie ganz in der Nähe von dem Zentrum. So, und rein aus dem Optischen werde ich mal hier so einen Weg drumherum machen. Okay. Dann schauen wir doch mal, wie das jetzt funktioniert mit dieser Handelsroute. Neue Route hinzufügen. Wählen Sie den Zielort aus. Ja, bitte hier. Oha. Gut auswählen. Also wir brauchen schon mal Wasser auf jeden Fall. Und wir brauchen das normale Holz. Machen wir sonst noch was? Ne, ich glaube, das ist erstmal okay. Ich kann jetzt aber nicht auswählen. District 2. Moment mal. Also hier hin. Machen wir einerseits. Machen wir das mal so. Also Holzscheit. Okay. Route hinzufügen, Holzscheit, Wasser. Ah, Verteillimit. Wie funktioniert das? Ja toll, das Fragezeichen geht nicht. Beim Holz oder Wasser. Was heißt hier hoch und niedrig? Hoch 100. Bin mir jetzt unsicher, was das bedeutet. Völker migrieren. Eine arbeitslosen Biber. Wie ist denn das, wenn ich jetzt ein neues Haus baue? Wie kriege ich denn da als Biber hin? Also wenn ich das jetzt mal hier so mache. Ich muss ja da irgendwie auch Biber hinkriegen können. Route hinzufügen. Biber. Getriebe, Karotte. Wie soll denn das funktionieren? Okay, ich bin gerade überfragt. Ich muss mal ganz kurz speichern. Weil. Was? Nein. Ich will fortsetzen. Bevölkerung migrieren. Was passiert, wenn ich dort. Warte mal. Aus District bis. Was? Nein, Moment mal. Wenn ich das hier mache, aus District an bis District 2. Erwachsene. Und dann kriege ich dann die da drüben hin. Alles klar. Ja gut, dann schaue ich mal, ob der Warentransfer erstmal funktioniert. Aber ich würde sagen, das ist etwas für die nächste Episode. Oder ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns und dann schauen wir mal, ob wir hier diesen zweiten Distrikt zum Laufen kriegen. Also, bis dann. Tschüss.